Ja, servus liebe YouTube-Freunde, heute ist Dienstag. Ja, ihr werdet später noch ein Video kriegen. Ich mache hier weiter fürs nächste Video schon wieder. Ja, die Vorderachse ist soweit fertig, die gehört jetzt gewaschen. Gründlich heiß abgedampft, dass das ganze Fett noch einmal runter ist und schmiert. Die Motorhaube ist abgeschliffen gewesen. Und ja, weiter geht es dann mit dem Kühler. Den Kühler habe ich mir schon mit Hand raufgetragen, der ist schon mal ausgedampft, den ganzen Dreck rausgedampft. Und entlackt soweit, da habe ich einfach einen Dampfstrahler auf die Heißwasserstufe gestellt, richtig heiß, und dann wird es auch richtig schön sauber. Ja, jetzt wie gesagt die Motorhaube da noch, die wird dann nochmal gründlich angewaschen, weil ich glaube, da war innerher noch wie so Ölschmierfilm, da waren die Schläuche innerher undicht, dann war das gemacht und die Vorderachse, wie gesagt, ist das ganze Fettzeug, Schmierzeug von die Manschetten da, das Fleisch noch mal weg. Ja, es sind ja die neuesten Manschetten, aber besser wie die alten. Und obendrauf sind sie jetzt die Blechdecke. Ja, und dann wäre die auch soweit fertig. Und dazu fahren wir das Ding jetzt einfach mal mit dem Radlader auf. Dann haben wir das oben.
Ja, was ist jetzt noch passiert? Die Motorhaube ist jetzt endgültig fertig. Die ist komplett geschliffen. Die Dellen sind soweit ausgeschlagen. Und natürlich habe ich jetzt in der Haube auch noch was ergänzt, wie man sieht. Die Motorhaubenhaltestange da, habe ich jetzt festgemacht mit einer Klamme. Da war ich extra bei einem Schrotthändler in Kronach hinten. Und ja, der hat gesagt, schau dich halt einmal um, 800 Autos stehen da. Und in einem Audi A6 bin ich fündig geworden. Das ist eine Metallklammer eigentlich vor Kabel vorne gewesen. Ja, und die habe ich mir jetzt da reingeschweißt und die hält die Haubenstange. Passt. Genau das wollte ich. Ja, also die ist auf jeden Fall jetzt komplett fertig. Wo es jetzt dann bei mir weitergeht, ich habe jetzt hier das Zugmaul schon her. Das ist das nächste drum. Und dann die Kotflügel runter und die Kotflügel machen. Da werden danach eigentlich alle Löcher zugeschweißt. Aber das kommt beim nächsten Mal. Ja, was wir jetzt noch machen, oder was noch eine kleine Ding ist, was ich sagen kann. Die Versicherung hat sich gestern gemeldet. Die Reifen vom IHC werden voll ersetzt. Wir kriegen die komplett gezahlt. Neue Feuerlöscher haben wir mittlerweile auch wieder da, waren ja einige leer. Ja, die Feuerlöscher zahlt die Versicherung auch gleich mit und Reifen kommen jetzt die Michelin drauf. Die haben zugestimmt, die teureren. Ich habe zwar jetzt gehört, ja, die sollen ein wenig schlechter im Grünland sein, aber gut, ich fahre im nassen Grünland sowieso ganz wenig, überwiegend dann wirklich bloß zur Heusaison. Ich mache ja keinen Grünfutterschnitt oder so. Dass ich sage, ich muss halt jetzt dann Mitte April oder was schon rein und fahre mir die Wiesen zusammen, so ist es ja nicht. Der IHC dient uns ja hauptsächlich als Ackerschlepper oder als Straßenschlepper. Ich meine, das ist halt, ich sage mal, 75% Straße und der Rest ist Acker. Aber da kommen jetzt dann die Michelin drauf. Ob die jetzt besser sind oder schlechter sind, man wird sehen. Und dann ist das auch gemacht. Ja. Und dann noch eine kleine Anmerkung, ich habe ja gesagt, ich krieg Heu. Ja, das habe ich ja eigentlich gedacht, das kommt am Mittwoch schon. Am Dienstag war das Wetter aber draußen recht unbeständig, es hat so ausgeschaut, als käme etwas. Und dann haben die, wo das gepresst haben, gesagt, die lagern das erst einmal bei sich ein. Und wenn dann einmal ein wenig Zeit ist, dann bringen sie es mir quasi raus, wenn dann das Wetter definitiv passt. Oder wenn wir Zeit haben, auf ein Wochenende oder was, dann fährt er mir die Ballen raus. 13 Ballen sind es gewonnen, 13 mal A 400 Kilo, das sind die großen Rundballen. Ja, entladen wird dann, wenn die kommen, mit dem Radlader und mit der Palettengabel. Die muss ich halt weit aufstellen, dass ich dann unten drunter komme und kann sie anheben. Ich habe keinen Ballenspieß und normalerweise, ich händle auch keine Rund- oder Quaderballen. Ich habe normalerweise meine kleinen HD-Ballen, also ist für mich die Anschaffung von einem Ballenspieß definitiv nicht zur Debatte, brauche ich nicht. Und für das eine Mal, da tut's das. Ja, und wenn die kommen, dann sieht man weiter. Gut, jetzt würde ich sagen, ein Zuschauer hat mich gefragt, ob ich nicht einmal die Drucklufthupe vom IHC hören lassen könnte. Und nachdem meine Lore eh schon wieder voll ist, könnte ich eigentlich den Mist verfahren. Dann könnten wir das ja mal mitmachen. Viel Spaß noch da dabei. Das ist dann quasi die letzte Handlung im Video.
Ja, ich habe da hinten gerade noch mal eine Kleinigkeit im Schlepptau. Gestern war es recht stürmisch, also Regen hatten wir die letzten Tage keinen. Ja, und bei dem Wind, die Bäume sind halt auch alle knochentrocken. So, ist denn mal der Ast da flöten gegangen. Ich habe den jetzt mal provisorisch hinten einfach an die Lore rangehängt. Da habe ich einen Spanngurt dabei gehabt. Bis heim geht's schon, ich hab's ja nicht weit. Bloß das Eckle davor. Und dann bringen wir das Ding gleich mit heim. Das muss nicht auf dem Feld rumliegen, ist ein Schmarrn. Ja. Lustig, was da immer passiert. Tja, die Bäume, wenn man sich anschaut, die brauchen alle Wasser. Wir haben Herbst, Anfang August oder Mitte August, je nachdem wie man es nimmt. Also, Regen gab es keinen, der Himmel ist wolkenverhangen, aber keinerlei Regen. Schlimm. Na gut. Fahren wir mal weiter heim. Ja, da haben wir das Ästchen. War wie gesagt einfach bloß mit ein wenig Spanngurt hinten an die Lore unten angebunden. Der macht jetzt nichts aus. Ja, den haben wir jetzt daheim, den kann man bei Gelegenheit einmal mit zusammensägen. Die Äste, wo noch Blätter dran sind, die kriegen dann die Pferde. Und der Rest Brennholz. Ja, da kann man immer froh sein, wenn man nicht drunter steht, weil das, wenn einen trifft, ist nicht so gesund. Ja, und ich gehe jetzt hier mal weg. Ich habe nämlich jetzt gerade festgestellt, ich stehe hier voll in der Einflugschneise vor den Hornissen. Die will ich natürlich nicht ärgern. Dafür sind alte Bäume gut. Ich weiß nicht, ob man es sieht. In dem alten Zwetschgenbaum ist ein Hornissenstaat zu Hause. Ja, wenn sie da drin sind, sind sie nicht oben im Haus im Dach. Gut, rammen wir die Lore noch auf, rammen wir den Bulldog noch auf. Und ja. Ich hoffe, dem Zuschauer habe ich Genüge getan. Das Drucklufthorn ist nichts Besonderes. War mal aus dem Baumarkt irgendwann. Ein ganz einfaches. Ja, Mai. Was ist da schon besonders dran? Da sieht man sie ja. Das sind halt drei so einfache Handler und eine kleine Kompresse drin. Ich habe die ja mal bei uns drin in Kulmbach im Baumarkt gekauft vor Jahren. Ja, und die ist halt dann da reingekommen. Ein wenig eine Spülerei, nichts Besonderes, wie gesagt. Also mein Bruder, seiner vom Smart, klingt besser. Der hat zwar LKW-Hörner im Smart verbaut.
Der, wenn immer kommt, dann meinst du, da kommt so eine große Last zu. Aber das ist eher eine Spielerei, die Kirche. Aber ich sag mal, muss immer was hören. Na gut, in diesem Sinne, ich sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ja, und dann hoffen wir jetzt einfach mal drauf. Vielleicht kriegen wir ja doch noch mal Regen. Ich bezweifle es aber irgendwie. Gestern ist der Regen schon an uns vorbeigezogen, hatten wir auch nichts, aber naja. Hoffen wir einfach drauf, weil die Bäume, die waren mittlerweile auch relativ braun. Aber es wird sich zeigen. Machen dran kann ich sowieso nichts. Also gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Servus.